So kann Abel mir wieder aufwachen. Nach 4 Tagen spürst du dein eigenes Bett, deine eigene Bettwäsche wieder auf und unter dir. Und mit einem freudigen Grinsen kannst du sie zurückschlagen und dann wieder zurück in die Kapitänskajüte gehen, wo du dieses Mal die echte Zulamin in einem roten Gewand erkennst. Ronga, der dort irgendwo an der Wand lehnt, der normalerweise gar nicht da sein sollte. Oder eben auch doch. Serpentilio, den Alchemisten, der auch in der anderen Realität existierte, wie auch immer er dort war. Du hast ihn nie gesehen. Und... Hetztimmer! Wichtige Frage. Hatten wir die letzten 4 Tage das Vergnügen des genialen Abelmirs? Nein. Also ihr wisst es nicht. Ihr habt einfach nie nach ihm geguckt. Ihr habt ihn nie vermisst. Ob er da war oder nicht, ist euch einfach nie aufgefallen. Autsch, so fies musst du nicht reinhauen. Aber der geniale Abelmir, also der andere Abelmir, bringt ja was mit. Also wir vermissen den genialen Abelmir jeden Tag. Also euch ist es nicht aufgefallen. Ah, Abelmir. Ihr habt die Reise gut genutzt, nehme ich an, da ich euch kaum zu Gesicht bekommen habe. Sulamin, ihr wirkt für mich ungewohnt. Ihr tragt wieder euer... Ich glaube, ich muss dir etwas erklären. Herr Ronga, setzt euch doch. Ja. Schön, dass ihr da seid. Ja, aber mir jetzt mal Platz da mit deinem fetten Arsch und geh mal ein bisschen zur Seite. Ich muss mich hinsetzen. Das ist mein Platz, das weißt du doch. Nun, ihr seid vertraut mit der Ebenentheorie des Kontinuums? Ja, natürlich, Abelmir. Mehrere Arbeiten habe ich darüber geschrieben. Ihr meint diesen hanebüchenen Schwachsinn, den sich die Kuslicher herausgedacht haben? Nun, es ist kein Schwachsinn. Ich bin sicher, bei euch ist es. Nein, ich war in einer anderen Realität 4 Tage lang. Sicher doch. Nun, ich habe etwas mitgebracht, könnte man sagen, in meinem Kopf. In einer anderen Realität ist dieses Schiff unter einem anderen Namen und mit einer ähnlichen, aber anderen Mannschaft auch gegen Vajat, Darian Paligan und den Zauberkönig gesegelt. Ist die Schlacht bereits passiert? Nein, sie steuert darauf zu. Und nun ja... Unser Werder Zweig, Boltax, hatte seinen Bruder dabei. Simax hieß er. Und er war kein Geode. Ihr wart eine Diebin. Serpentilio, nun ja, er war auch nur ein Alchemist. Rafim, ich weiß nicht, was ich sagen sollte, aber euch habe ich nicht gesehen. Aber einen alten Bekannten, einen alten Toten Gefährten in eurer Stadt. Ich weiß, es ist schwer zu begreifen, aber die Dinger sind real gewesen. Naja, seid ihr euch sicher, dass ihr nicht einfach nur schlecht geschlafen habt? Nein. Mal wieder zu tief in die Flasche geschaut, hm? Nein. Es beweist wieder einmal eine meiner Theorien, dass das Kontinuum der Zeit zahlreiche Blasen hat. Realitätsebenen, in denen verschiedene Realitäten existieren. Und stellt euch vor, das Kontinuum besteht zum Teil aus einem Blasen der Zeit. Und die sind verbunden wie die Ebenen, die Sphären hier. Über den Limbus. Aber jeder von uns weiß, was eine Nebenglobule ist. Die impliziert allerdings noch nicht die Existenz einer vollständigen, hauptsphärischen Schicht unter der nächsten. Lass mich doch einmal ausreden. Es waren keine Globulen, es waren andere Realitätsebenen. Oh, jetzt kommt bitte wieder mit so etwas an. Bitte erspart es uns. Wenn ihr nicht daran glaubt, dann tut es nicht, aber... Es hat nichts mit Glauben zu tun, aber mir. Es ist ausgemachtes Gewäsch, das von allen Mitteln der Magie widerlegt worden ist. Nun, ich war dort, ihr nicht. Sicher doch. Es ist egal, ob ihr das glaubt oder nicht glaubt, es ist passiert. Hast du denn was mitgebracht? Ich meine, habt ihr denn was mitgebracht? Ja, ich müsste es nur niederschreiben. Gib mir eine, also sagen wir, halbe Stunde, dann könnte ich euch die Texte mitbringen, die der andere aber mir nun herausgefunden hat. Da liegt also der Dämon im Saft. Ihr erzählt uns allen so einen ausgemachten Unsinn, um nicht preisgeben zu müssen, was eure Quellen sind. Vielleicht war aus euch eines Tages doch noch ein echter Schwarzmagier, wenn ihr euch so gewährt.
Ich gebe meinen Quellenpreis. Ich selber war es. Sicher doch, geht auf Scheiben, ja, bevor ich uns noch mehr mit solchen hanebüchenen Dingen lang. Ich habe das Dämonikon in einer trollischen Variante gesehen. Es gibt kein Dämonikon in trollischer Variante. Die Urschrift stammt aus dem Süden Aventuriens und hat niemals den Kulturkreis der Trolle betreten. Es gibt auch kein Dämonikon in magischer Schrift, nicht wahr? Das hat niemals jemand behauptet. Es war nicht bekannt, dass ein solches existierte, aber der marische Kulturkreis überschneidet sich mit dem der alten Exenvölker. Gehen wir einmal davon aus, dass diese Realität existieren und wir daraus Nutzen ziehen können in unserem Kampf gegen Paligan. Um Himmels Willen, sagt uns einfach endlich, was ihr herausgefunden habt. Wir fragen ja schon nicht nach, wo es herkommt. Aber hört auf mit solchen Schauergeschichten. Wie gesagt, ich benötige etwa eine halbe Stunde. Nur so, die habt ihr. Ja, ich würde mal zurückgehen, die Texte niederschreiben, die in meinem Kopf drin sind, die ich da herausgefunden habe. Ja, also um alles jetzt niederzuschreiben, brauchst du sicherlich nochmal zwei Tage. Du kannst jetzt das ein oder andere schon mal aufschreiben. Es wird sicherlich dann noch erstmal eine Stunde dauern, nicht eine halbe Stunde das Glas, was dir dann auch Serpentinio wieder vorhalten kann, wenn du wieder die Kapitänskajüte betrittst. Ja, ich komme mit so einem Stapel Pergamentrollen unter meinem Arm und würde die auf den Tisch legen. Ihr habt euch also tatsächlich die Mühe gemacht, Abschriften anzufertigen, ja? Eine wahrhaftige... Natürlich. Er liest und versteht und glaubt. Hier. Dies ist ein Traktatus von Salpik und Servetin aus dem aventurischen Boten in einer Parallelwelt. Wenn ihr gestattet... Fangen wir sonst erst einmal mit dem Gelben an. Also. Ja, gib mal den Zettel her, Abelmir. Die sieht klein aus, die kann ich lesen. War deine Handschrift schon immer so schlecht? Das kann man ja kaum entziffern. Du solltest mehr üben. Im Lesen, meine ich. Vielleicht solltest du einfach mal gerade schreiben. Ja, das sind kunstliche Zeichen. Und jetzt, wie man es in den feinen Akademien sagt, beugt und lächelt und genießt mein Wissen. So sagt man. Und der Namenlose bestellt zwei Marschalle, um die Herrscher der verdorbenen Völker des Meeres anzuführen. Dann tust du, Fürstin aller Seeschlangen und Bahamut, Fürst aller Seeungeheuer. Des unergründlichen Sohns Wafnirs warf sich Shamatu entgegen und sein Ringen wehrt sich bis heute. Bahamut, groß wie ein Hügel, trat der alte Gott Effert selbst entgegen und er warf ihn nieder und versenkte ihn. Ein bodenlosen Schlund in der unermesslichen Tiefe des Meeres. Und über Bahamuts Kerker errichtete Effert sein Haus der Wacht. Bin ja schon mal gar nicht so schlecht. Warte, was steht auf der Rückseite? Rastulla, erleuchte mich, denn ich bin verwirrt. So warnst du mich, Unwürdigen in deinen 16 Geboten nicht zu speisen, hat lange Ohren und eine Schlapphaut trägt und im Wasser lebt. Warnst du mich vor den trügerischen Lyrumdiden, die in einem verräterischen Knecht Effert laut diesem Werk Feind sein sollen, sind die langen Ohren nicht vielmehr die Hörner, die ihr geschupptes Seeschlangenhaupt schmücken sollen. Warnst du mich, sie zu innerlichen steht da, um nicht einer saufen und eine nichtlose Qual in ihrem schwarzen Wasser erleiden zu müssen und die länger andauern als dein Schlaf. Doch wenn sich die Feindin meines Feindes ist, muss ich sie nicht wie eine Freundin im Zelt meines Geistes empfangen. Schreibst du dafür einen Wunsch? Unfug, Abelmir, es klingt ja fürchterlich. Nun, es sind Niederschriften von Gelehrten, der Novaris, wie es scheint. Wir haben doch gerade uns über Young Wankopf gefunden, Raphim, ihn nicht nach seinen Quellen zu fragen. Lies einfach weiter. Ja, also ich habe jetzt mein Zettel vorgelesen, Abelmir, jetzt bist du dran. Du kannst immer deine komische Handschrift selber lesen. Ich versuche es. Nun lauscht. Man kann Kollege Arakorium für seine wirren Verschwörungstheorien belächeln und manch Konservativer der 12 göttlichen Glaubenspassionen mag den Blick davor verschließen. Doch unzweifelhaft hat vielerlei aus der exischen Kultur und Wissenschaft in unserer Zeit überlebt. Hochwürden Kirim al-Kadim mag mir dazu stimmen oder nicht. Besonders Augenmerk
möchte ich auf die seit Bobard aufblühende respektive neue erwachsene Verehrung der Erzdämone Charybdoroth sowie das 2018 Bosphans erschienene Tractatus Daimonicus aus der Feder des Alombar Homba lenken. Darin hinterfragt er, welche Art die Fähigkeiten jener Echsenpriester sind, die die Erzdämonen als Göttinnen verehren. Er schließt mit der Frage, ob es sich dabei um die Magie der Art handelt, der auch die Bobardianische Zauberei entspringt und damit letztendlich von Amazroth herrührt. Viel entscheidender ist für mich eine andere Frage, die er stellt und die man leichtfertig übergehen kann. Sind es gar keine Zauber, sondern Mirakel? Diesen Gedanken folgend basieren ihre Fähigkeiten auf Karma und damit nicht nur auf einem festen Glauben, sondern sind die Theorien der Magierphilosophie außen vor lassen göttlichen Ursprungs. Dies wiederum führt zu der oft diskutierten und von beschränkten Geistern als Blasphemie beiseite geschobenen Hypothese, ob ein erzdämonisches Wesen ausschließlich aus dem Chaos der Niederhöhlen geboren wird. Wenn die Seele eines Sterblichen in der Seelenmühle in einen Dämon transformiert wird, kann die Möglichkeit eines solchen Prozesses für gefallene Götter ausgeschlossen werden? Haben es die Gezeichneten nicht gerade durch den Rausch der Ewigkeit vollbracht, den gefallenen Halbgott Bobard eben davor zu bewahren? Nun, dies ist ein Artikel aus dem Amateurischen Boten der... Nee, Salamander. Salamander, der nun nicht in der Realität stattfand. Es gibt einen Grund, warum ein Salamander und nicht im Spiegel der Schwarzmagie veröffentlicht wurde. Nur so ein Käseblatt würde wohl kaum jemand lesen. Ja, deswegen hat man ihn ja dort hineingeschrieben. Er ist ja im Salamander. Sag ich ja. Nun, ich habe hier ein Sammelsurium an kleineren Quellen. Möchtet ihr, dass ich fortfahre? Ja. Die schlimmsten aber ist das Krötengesipp. Ihr wisst wohl, Kröten sind so feist, weil sie die Seelen von kleinen Kindern verschlingen. Das klingt nach keiner besonders guten Quelle, Abelmir. Wer aber eine Kröte berührt, bekommt Warzen. Und wenn man sie tötet, ohne auf Preios Schutz zu vertrauen, dem lässt die Krötendämonin Satuaria die Hand abfaulen. Wird nicht auch der Basilisk, jenes alles vernichtende Unwesen, von einer Kröte ausgebrütet? Ihr seht, meine Freunde, die schwarzen Mächte schlafen nicht und spinnen ihre Netze, um uns zu verderben. Was aber hilft gegen die Ränke der Dunkelheit? Nun, Feuer, dessen Licht die Finsternis vertreibet. Lasset und darum jede entdeckte Hexe ergreifen und in Flammen aussetzen, auf dass sie geläutert werde vom Bösen und uns nicht länger behelligen kann. Ansprache des Wanderpredigers Priadan Aisan Yalara. 403 nach Bosparans Fall. Dieser Satinav aber ist uns heute noch bekannt, ruft man den Unerbittlichen doch an bei den sieben Formeln der Zeit, von denen das machtvolle Infinitum immer da nur das Geringste ist. Er gilt uns als der vielgehörnte Dämon der Zeit, der und das Einzige, das den ewigen Fluss der Zeit verzögern, anhalten, umkehren und durchbrechen mag. Doch selbst er ist nur ein Wächter und von dem, was er bewacht, unterworfen. Am 50. Tor, von der Problematik weitreichender Prophezeiungen, circa 550 BF, Schule der Niobara. Hatten wir dieses Werk nicht auch einmal, Abelmir? Wir haben es immer noch. Verstehe. Wir haben auch damals schon die, sagen wir, Gehaltvolligkeit, den Gehalt des Werkes angezweifelt. Schließlich verfindet es keine Zeit, damit zu erklären, woher solche Erkenntnisse stammen, außer zu lange in den Nachthimmel gestartet zu haben. Nun, das nennt man göttliche Eingebung. Aber immerhin geht es hier um Satinav. Der wandlungsfähigste von allen Kulten aber ist der der Hesinde. Selbst ihren erbittertsten Feinden ist es gelungen, ihnen wahrhaft zu schädigen. Dies ist in jeder Hinsicht der Schlange würdig. Schlägst du ihr den Kopf ab, so wächst er nach. Jagst du sie aus dem Stall deiner Hühner Eier zu retten, so stellt sie den Ratten im Kornspeicher nach und du musst ihr gar danken. Wer wieder den Hesindekult spricht, wird mit dem raschen Wahn geschlagen,
Die Tobenden sind nicht mehr Herr ihrer Sinne und verdummen zusehends. Und obwohl die Krankheit sonst nicht ansteckend ist, erkranken doch die, die die Opfer pflegen. Während der späten Priesterkaiserzeit, als mehrere geheime Hesindertempel und Sekten zerschlagen wurden, nahm der rasche Wahn unter den Inquisitionstruppen sogar überhand. Wahn der Verfolgung, 470 nach Bosporans Fall. Ein zweifelhaftes Werk. Ja, nun gut. Magst du auch glauben, der schieren Gewalt trotzen zu können? Eines ist noch furchtbarer. Die lautlose Tücke, die Hinterlist. Ihn hörst du nicht, der ohne Geräusch herangeschwebt hinter über dir, der dich packt mit einem Griff und hinauffliegt in die Welt der Lüfte. Doch nicht dich zu zerfetzen und sein Klauen ist sein Wille. Nein, er hebt dich immer höher und lässt dich dann unvermittelt los. Wie die Katz die gefangene Maus umkreist er dich dann, in steilen Schrauben, während du hinabfällst, unaufhaltsam, unabwendbar, voller Angst, doch unversehrt bis zum Moment des Aufpralls. Das Grauen in deinem Gesicht, das ist seine Freude. Angst, das menschliche Phänomen über Krsrsr von dem Druiden Vasilav Junkov aus dem Bornland. 937 nach Bosporans Fall. Nie gehört. Nun, ich bin auch nicht ganz sicher, worum es hier gehen soll. Schwierig ist es zu verstehen, welcher Art die Fähigkeiten jener Echsenpriester sind, die in für uns blasphemischer Weise die tiefe Tochter als Göttin verehren. Sind ihre Mirakel auf Karma, denn sie sind natürlich festen Glaubens zurückzuführen? Oder mag es sich gar um Magie handeln, von jener Art, wie er auch die borbaradianische Zauberei letztlich vom Spiegelmacher herrührt. Tractatus Dämonicus, Kapitel 5, die Erzdämonen, die Herzogin der Nachtblauen Tiefen. Das ist tatsächlich eine, sagen wir, unvollständige, aber nichtsdestotrotz nicht von der Hand zu weisende These. Wir könnten die anderen Thesen gerne von unserer hirsinnigen Gewalten prüfen lassen, ob ihr irgendetwas von bekannt ist. Dann müsst ihr mal beglauben. Denn wo sollte ich sonst herhaben? Verzeiht mir, wenn ich der hirsinnigen Kirche nicht unbedingt hätte der Weisheit letzten Schoß abnehme. Nun, ihr habt da auf jeden Fall einiges zusammengetragen, Abelmir, auch wenn mir nicht bei allem ganz klar ist, wie es uns weiterhelfen soll. Nun, der andere Abelmir forscht an einer Meisterthese des Eises. Er wollte alle Thesen des Eises vereinigen, um damit die Plagenbringer zu vernichten. Der andere Abelmir, natürlich doch. Der andere Abelmir, ja. Nun, aber darum geht es hier doch nicht. Es geht hier um diese Hexengöttin, um Satinav, um die Natur der Dämonen. Das Wesen der Hesindekirche? Und was ist dieses Krsrsr? Das freut mich. Wir haben das Wort schon mal gehört, nicht wahr, Fasti? Verschiedene Leute von euch, also Srisris war eine Gottheit, die ihr auf dem Maraskan, Maraskan kennengelernt habt. Also ich weiß, dass es Krysir ist, aber ich glaube nicht, dass unsere Charaktere das schon wissen. Ist das einfach ein Ranga? Ja. Genau, das ist ein Ranga. Also Srisris ist eine Fluggottheit und Krysir ist die gleiche Fluggottheit. Eben nur einmal Krysir als der güldenländische Name und Srisris der exische. Okay. Dann hat sie hier die Connection vermutlich, weil sie ist ihm auch egal, weil, naja, macht ja im Kontext Sinn. Also Jarlan weiß das. Jarlan ist nicht mehr hier. Genau, weil er damals auf Maraskan war und ansonsten sind halt keine maraskanischen Helden mehr da. Eldan Gorbas war damals auch nicht da, ne. Ich denke, Serpentier hat wahrscheinlich nur Ahnung von exischen Pantheon, oder? Wir könnten irgendwas würfeln. Naja, ich meine, die haben ihren Shit ja aufgeschrieben. Aber wie gesagt, Serpentier ist auch egal, weil Yes Götter und Kulte plus, Kontext und Götter und Kulte halt plus 15. Okay. Also wenn du kannst, du musst jetzt nicht würfeln, aber plus 15 exische Kulturen. Nur für andere würfeln auch? Ja, selbstverständlich. Dafür die Frage ist, warum würfelt ihr überhaupt? Weil was machen wir mit der Info dann? Das ist eine andere Frage.
halt, weil das bringt nichts, das zu wissen. Also Zulamin weiß gerne, dass was ich weiß. Krüsir ist Srisris und eine Flugsturmgottheit. Auch mit dem Wasser gerne assoziiert, also verbindet sich ganz gerne mal mit Effort. Denn dass die Echsen wie die Götter hatten, wissen wir. Und dass die Erzdämonen und Götter zusammenschmissen, wissen wir auch. So, was die Erkenntnis her. Nun, diese Erkenntnis habe ich aus der anderen Realität hinüber retten können. Und auch ihren Plan. Wie können wir anfangen, etwas, oder wie können sie ignorieren? Nun, eine weitere exische Gottheit. Nichts, was uns unmittelbar weiterhilft, denke ich. Warum erzählt ihr uns nicht einfach von eurem Plan? Hm? Nun, ich kenne ihn nicht. Er war der Alternative, Abelmir. Ich habe ihn nie kennengelernt, um eine Konvergenz der Zeit zu verhindern. Natürlich doch. Ihr habt also keinen Plan. Der andere Abelmir, wie gesagt, ist dabei, eine Meisterthesis des Eises zu entwickeln. Ist dieser Alternative Abelmir jetzt mit uns im Raum? Natürlich nicht. Spricht er gerade? Natürlich nicht. Dann frage ich euch, was diese Aussage uns bitteschön bringen soll. Ich versuche euch zu überzeugen, dass ich dort war. Aber mir ist es mittlerweile egal. Sagt mir einfach, was ihr wisst und was ihr nicht wisst. Wir haben bereits alle zugestimmt, euch nicht nach euren Quellen zu befragen. Nun, würde uns vielleicht irgendetwas davon in Selem weiterhelfen? Als Ausgangspunkt für eure Recherche vielleicht. Nun, über Selem sprachen wir nicht, nein. Sie planten, wie war es mal, eine Befestigung in Port Corrad, glaube ich, oder wollen die? Port Corrad haben sie die Dämonenarche besiegt, Port Zornbrecht. Dort wollten die Zwerge eine Befestigung aufbauen. Weil das eben nicht im Sumpfdelta ist, sondern weil man da wesentlich besser kämpfen kann. In Port Corrad hatte Avelmir eine Arche vernichtet mittels Hilfe eines Eiszaubers und in Port Zornbrecht wollten sie die ultimative Schlacht gegen die Plagenbringer führen. Dazu waren diese Zwerge, wie Boltax und sein Bruder. Wie ist der noch? Mimax? Wie ist das? Simax. Simax führen. Wie gesagt, sie traut mir nicht über den Weg und ich kann es wirklich nachvollziehen. Nun, in dieser alternativen Realität ist der Kenji oder und dein Bruder lebt noch. Zweifelsohne faszinierend, aber inwiefern hilft uns das? Ich bin mir nicht sicher, ob es uns hilft, aber... Nun, bis wir also sachliche Hinweise aus dieser Information extrahieren können, schlage ich vor, dass wir uns zu wichtigeren Dingen umwenden. Was haltet ihr von der These, die dort aufgegriffen wird, dass die tiefe Tochter nicht immer ein Erzdämon war? Auch das haben wir bereits gehört. Auch das hilft uns allerdings nicht weiter, vor allem jetzt, wo Darian Pallinger sich von ihr losgesagt hat und wir nicht mehr in direkter Konkurrenz zu ihr stehen. Ich finde tatsächlich die erste Quelle, die Rafim vorgelesen hat, am aufschlussreichsten. Da dort die Verbindung zum Namenlosen sehr explizit wird und was mir auch neu ist, ich hätte Shamash Tu der tiefen Tochter zugeordnet, aber hier wird sie als Marschall des Namenlosen bezeichnet. Nun, wir wissen, dass Dämonen, die nicht unbedingt häufig, aber doch vorhandene Angewohnheit haben, den Herren zu wechseln. So hat sich der Magdanz auch von Charybdorot losgesagt. Ich finde es erstaunlich, dass sie Fürst und Fürstin genannt werden. Ob wie das will, dass einfach mal niemand anderen irritiert. Ob sie wohl nun, wie gesagt, ein, ich will nicht sagen, Paar waren und ob daraus etwas entstanden ist, ist natürlich spekulativ.